When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off. And baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on. That shade of doubt. Heute ist Donnerstag, Fragezeichen. Im Hintergrund seht ihr einen vergammelnden Blumenstrauß, der sehr sinnbildlich für mein Leben gerade steht. Freunde, ich habe es nicht im Griff, obwohl ich habe es schon im Griff, aber es fühlt sich nicht so an, als wenn ich es im Griff habe. Und irgendwie, ich hatte euch ja im letzten Vlog schon erzählt, dass ich so ein bisschen umstrukturiere gerade und mir alles angucke, was gerade nicht gut funktioniert, was mehr ist, als mir lieb ist. Aber es ist eben auch wichtig, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, irgendwie, da knirscht es. Nicht so ein schönes Gefühl, sich das einzugestehen, weil man irgendwie ja am liebsten sich auch sagen möchte, nein, ich habe das total gut im Griff und es läuft supi und es läuft auch gut. Ich darf mich auf keinen Fall beschweren, aber ich muss wirklich hier und da anfangen, Sachen zu optimieren und mich besser aufstellen und so weiter. Und das Gefühl, jetzt gerade umstrukturieren zu wollen, ist gerade zeitlich nicht so sinnvoll, weil ich mitten in den Sommerferien stecke, beziehungsweise wir mitten in den Sommerferien stecken. Bei mir hat gerade 3 Wochen Urlaub bei der Tagesmami, das habe ich im letzten Vlog schon erzählt. Und das bedeutet für ihn viel Spaß, weil ich mir jeden Tag irgendwas ausdenke, was wir anstellen können, wenn er bei mir ist. Aber für uns, und ich schließe da jetzt Fritz einfach mal knallhart mit ein, ist das schon echt auch ein Brett. Es ist schon anstrengend, wenn wir wissen, dass wir Arbeit zu tun haben und gleichzeitig Vollzeit ein Kind haben alleine. Aber so ist es. Alle Eltern müssen da durch. Ich will mich auf gar keinen Fall beschweren. Es gibt echt Leute, die haben das viel, viel schwieriger. Ich bin in einer absoluten Luxusposition, aber ich merke eben Stück für Stück, dass ich so ein bisschen an meine Grenzen stoße mit allem, was ich so angestoßen habe. Irgendwie hatte ich ein bisschen auch vercheckt, dass ja die Sommerferien da sind und ich nicht alles jetzt anstoßen kann und aber alles angestoßen habe und jetzt irgendwie da durch muss. Und jetzt gerade ist es auch nicht so sinnvoll, umstrukturieren zu wollen, weil ich jetzt gerade einfach in der Woche, wo ich mir nicht habe, versuche wirklich alles abzuarbeiten, was ich für diese Woche und für nächste Woche zu erledigen habe, damit ich dann wirklich, wenn er da ist, nicht gezwungen bin, noch zu arbeiten, sondern wirklich die Zeit mit ihm genießen kann. Und ich merke auch, dass so langsam mein Energielevel sinkt und ich mir gut vorstellen kann, dass ich nächste Woche, wenn er da ist, dann mich tatsächlich auch mal zum Mittagsschlaf mit hinlege oder abends vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig bin wie normalerweise. Das muss man irgendwie auch, glaube ich, sich dann mal eingestehen, dass man gerade nicht so leistungsfähig ist. Ich habe gerade neulich wieder so ein Buch zum Thema Zyklus gelesen, wo es irgendwie auch darum ging, so die verschiedenen Stadien des Zykluses einer Frau. Wann ist man am leistungsfähigsten? Wann ist man eher nicht so leistungsfähig? Und ich glaube, ich bin gerade an der Stelle des Zyklus, wo ich nicht so leistungsfähig ist. Und so krass, ist mir vorher nie aufgefallen, aber wenn man darauf achtet, dann stellt man das schon fest. Und es gibt einem manchmal dann auch die Erklärung dafür, warum man gerade so ein bisschen durchhängt. Und das ist nicht immer was mit Faulheit zu tun hat oder mit ich prokrastiniere, sondern manchmal wirklich fehlt einem die Energie. Und das ist auch okay. Und ich übe mich momentan darin, so ein bisschen, ja, Verständnis für mich zu haben. Und ich versuche aber trotzdem auch so ein bisschen bei allem strukturieren, optimieren und so weiter, in allem arbeiten, was ich auch liebe. Und das soll jetzt auch nicht klingen wie, oh Gott, ich habe keinen Bock, das alles zu machen. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe alles, was ich tue, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich versuche trotzdem jetzt auch so Stück für Stück mit dem Strukturieren auch so ein bisschen wieder Zeit freizuschaufeln, die ich mache, um runterzukommen, um zu atmen. Jetzt eine ganze Weile hatte ich wirklich nur so abends Zeit zum Runterkommen, wenn mir im Bett war und habe dann im Hörbuch hier durch die Wohnung geräumt und das ist auch entspannend. Aber gerade jetzt so in den Arbeitswochen neige ich dann schon dazu, bis in die Nacht zu arbeiten, wenig zu schlafen, morgens früh wieder aufzustehen, um noch mehr zu schaffen. Und das ist einfach nicht gesund. Und da muss ich auch irgendwie ehrlich mit mir sein und mir sagen, gut, das hat irgendwie so auch keinen Zweck. Von daher, ja, versuche ich auch hier und da so ein bisschen Zeit für mich zu machen, wieder mehr Yoga zu machen, auch mal spazieren zu gehen, ohne dass es jetzt irgendeinen Zweck hat, sondern wirklich einfach nur spazieren zu gehen, um den Kopf frei zu kriegen, durch den Wald tanzen und so weiter. Das brauche ich gerade auch sehr, merke ich, weil ich
irgendwie sonst nicht so richtig aufgeladen kriege. Und wir dürfen, und das sage ich als jemand, der sehr gerne arbeitet, auch nicht vergessen, dass wir keine Maschinen sind und dass es absolut legitim ist, dass man mal eine Woche hat, wo man eben einfach nicht so viel schafft, wie man sich vorgenommen hat und dass man sich da einfach auch nicht treten sollte. Ich versuche dann immer so ein bisschen, nicht als ich selbst mit mir zu reden, klingt schizophren, meine ich aber gar nicht so, sondern so ein bisschen, als würde ich mit meiner besten Freundin sprechen. Und ich überlege mir dann ernsthaft, was würde ich zu ihr sagen? Ich würde mit Sicherheit nicht sagen, du faule Sau. Ich würde wahrscheinlich sagen, du hast auch viel zu tun gehabt in letzter Zeit und es ist einfach auch gerade ganz schön viel und es ist keine Schande, sich hinzulegen und einfach mal ein bisschen zu schlafen. Von daher übe ich mich drin und versuche auch, mich so ein bisschen mit Sachen zu beschäftigen, die mich darin unterstützen. Für heute Abend habe ich mir vorgenommen. Gleich werdet ihr lachen. Also zumindest die Leute, die mich schon länger verfolgen, werden lachen. Ich möchte mir ein Buch über Meditation anhören. Oh Gott, ey, ich bin so der schlechteste Mensch für Meditation. Ich kriege meinen Kopf nicht aus. Ich will es aber jetzt irgendwann echt mal auf die Reihe kriegen, weil so viele Leute schwärmen davon und sagen, das hilft einem total und es holt einen total runter. Ich kriege es aber einfach nicht hin, mich durch so ein ganzes Buch für Meditation irgendwie durchzukämpfen, weil ich immer wieder denke, oh Gott, das ist frustrierend, ich möchte das nicht. Und ich glaube, ich brauche einfach für mich mal so einen Anreiz, um mich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe mir für heute Abend vorgenommen, steht auch fest in meinem Kalender, dass ich eine Runde durch den Wald gehe und mir dieses Hörbuch anhöre. Ich höre mir das bei Blinkist an, weil ich mir dadurch ein bisschen Zeit spare und dadurch ein bisschen auch mehr Zeit schaffe, um drüber nachzudenken, was in dem Buch steht. Wer Blinkist nicht kennt, das ist eine App, mit der man Bücher, Fachliteratur, auch andere Bücher zusammengefasst hören kann. Sprich, die wichtigsten Kernaussagen des jeweiligen Buches werden zusammengefasst und man kann sich die sozusagen anhören, statt das ganze Buch zu lesen. Was jetzt nicht für jedes Buch total passend ist, aber gerade wenn man sich erstmal so reinhören will oder man weiß noch nicht, ob einen das Buch grundsätzlich interessiert, das ist so ein Schinken, ist vielleicht ganz cool, wenn man mal so reinhört. Oder man sagt, ich habe einfach aktuell nicht genug Zeit, um mich wirklich hinzusetzen und was zu lesen, was meinen Geist so fordert für so einen langen Zeitraum. Ich habe immer nur so kleine Häppchen hier und da und dafür finde ich Blinkist perfekt. Und in meinem Fall jetzt mit dem Meditationsbuch gibt es mir die Chance, so ein kleines Häppchen, so ein bisschen was über Meditation zu lesen und vielleicht dann auch mal anzufangen. Ich habe mir fest vorgenommen, heute Abend noch mal Platz im Kopf zu hören. Das Coole bei Blinkist finde ich, dass man vorher schon so ein kleines bisschen lesen kann, worum geht's. Sie geben auch immer Empfehlungen darüber, für wen das Buch passend ist und haben so die Kernaussagen schon schriftlich auch in der App drin, dass man es so ein bisschen sehen kann. Unten gibt es auch immer Vorschläge für noch mehr zu dem Thema, was man sich da jeweils angehört hat. Und was ich sehr cool finde, ist, dass man Blinkist nicht zwangsläufig kaufen muss, sondern auch erstmal die App installieren kann, denn man hat ein Buch pro Tag frei. Das wird einem immer vorgeschlagen und das ist auch ganz cool, weil man dadurch auch mal so andere Sachen mit reinhört. Und man kann sich erstmal so überhaupt reintesten, ist das was für mich oder nicht. Ich persönlich habe die Premium-Variante, weil ich es wirklich relativ viel nutze und sehr, sehr feier. Also für die Leute, die es interessiert, guckt euch erstmal die App an, guckt in Ruhe rein, ob das was für euch ist. Und wenn ihr merkt, dass ihr das viel nutzt, könnt ihr immer noch die Premium-Variante besorgen. Ich habe so ein kleines bisschen so einen Code, so ein Angebot für euch. Ich packe euch dazu mal was in die Infobox, da könnt ihr mal reingucken, wenn euch das interessiert. Und ja, jetzt könnt ihr weiterhin darüber lachen, dass Ella nochmal versucht, sich mit Meditation auseinanderzusetzen. Das ist wirklich, warum fällt mir das so schwer? Das ist doch nicht normal. Auch immer so am Ende von diesen Yoga-Sessions, wenn dann gesagt wird, ja, und jetzt bleiben wir einen kleinen Moment liegen und lassen so die Bewegungen nachwirken, dann liege ich immer da und denke, oh ey, wie lange noch? Ist die eingeschlafen? Nee, okay. Ist mein Rechner ausgegangen? Nee, okay. Wie lange noch? Ich muss das lernen, Freunde. Es kann aber nicht wahr sein, dass ich nicht in der Lage bin, meinen Kopf mal auszumachen. So. Ich mache mich jetzt mal hier weiter an meinen Kram und hoffe, dass ich heute durchkomme mit allem, was ich mir vorgenommen habe. Ich brauche Struktur, Freunde. Okay. So ein bisschen mehr Struktur habe ich schon. Hier und da habe ich schon so ein paar Sachen optimiert, aber ich brauche wirklich mehr Struktur. Okay, let's do this. Oh Gott, Leute, ich brauche Struktur. Ich hatte lange Zeit wirklich alles sehr gut im Griff, aber wenn dann bestimmte Sachen sich weiterentwickeln und wachsen oder noch Leute dazukommen und man plötzlich einen Mitarbeiter hat und für den dann irgendwie auch noch mitdenken muss, wie verteile ich das jetzt, wie mache ich das alles, muss man wirklich dann erstmal nochmal für sich neu gucken, wie man das alles organisiert und so weiter. Und es ist eigentlich eine gute Sache, denn es hält einen auch so ein bisschen wach für die Sachen, die man macht und ja, Organisation ist eben nichts, was man einmal macht und dann fertig ist, sondern immer dann, wenn sich das Leben auch noch ein kleines bisschen verändert, fängt man nicht von vorne an, aber man muss hier und da dann eben nochmal strukturieren, nochmal sich das alles angucken und auch wenn das anstrengend ist, ich gebe zu, das macht auch echt ein bisschen Spaß. So, weiter geht's. Thank you.
heute ist Freitag und ich schmink mich gerade. Ich bin heute deutlich früher aufgestanden als sonst, weil ich versucht habe, vor Wimmy wach zu werden. Nee, er ist gut, er schläft. Was heutzutage nicht mehr besonders einfach ist, denn Wimmy ist ein absoluter Frühaufsteher. Aber ich wollte mich heute Morgen in Ruhe fertig machen können und mich um dieses Gestrüpp kümmern können, weil ich heute ein Fotoshooting habe. Und zwar habe ich heute ein Fotoshooting für Ehrlich Textil und Kuramikino, sprich für Unterwäsche. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich mal Fotos für Unterwäsche mache, also Unterwäschemodel bin. Ich lache seit Tagen mit anderen darüber, weil ich das wirklich, nicht weil ich es lächerlich finde, aber weil ich das, ich hätte das einfach nicht gedacht. Und zum anderen ist es nicht nur für Unterwäsche, sondern es ist für Periodenunterwäsche, die ja auch so ein bisschen stigmatisiert ist. Und ich selber habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe die Sachen von Kuramikino gesehen und gedacht, das sieht voll schön aus. Ich hatte mir Periodenunterwäsche so richtig Oma-mäßig vorgestellt mit so dicken Einlagen, die man dann irgendwie drin hat und super unangenehm und so. Aber die Sachen sehen total schön. Ich glaube, die Anfrage kam erst letzte Woche rein. Wie ich die Handbewegung mache, und die Kette ist gar nicht da. Großartig, Moment. Die Anfrage kam letzte Woche rein und ich habe im ersten Mal gedacht, nee, ich bin kein Unterwäschemodel, Entschuldigung, nee. Und dann dachte ich, Moment mal, ja, weil ich irgendwie, warum eigentlich nicht? Die haben mich angefragt, die haben die Fotos gesehen auf Instagram, die wissen, wie ich aussehe und dass ich ein Kind bekommen habe, dass also mein Bauch nicht total sixpackig ist und ich natürlich auch keinen perfekten Körper habe. Ich habe einen perfekten Körper in meinem Verständnis, weil er tut, was er tut und weil er gesund ist und weil er mir irgendwie die Chance gibt, Wimmy hoch und runter zu tragen und hinterher zu rennen und so weiter und weil er überhaupt Wimmy gemacht hat. Ich bin meinem Körper für sehr vieles sehr dankbar, aber so rein optisch sieht er halt nicht aus, wie man sich den Körper von einem Unterwäschemodel vorstellt. Trotzdem habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und gedacht, okay, das ist wieder so ein klassischer Fall von, das macht mir Angst, weil ich denke, oh Gott, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug, wie soll ich das machen? Also mache ich es. Ich glaube, dass ganz viele von uns Sachen oft nicht machen, weil sie ja schon auch Angst haben zu versagen oder nicht gut genug zu sein und so weiter, weil sie sowas noch nie gemacht haben. Same, ich habe auch noch nie ein Unterwäsche-Shooting gemacht mit einem professionellen Team, aber ich werde auch nie rauskriegen, wie das ist und ob ich das kann oder ob ich mich richtig beschissen anstelle, wenn ich es nicht mal ausprobiere. Und jetzt habe ich die Chance, also mache ich das. Ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, dass immer dann, wenn ich was gemacht habe, obwohl ich Schiss davor hatte, dass ich daran gewachsen bin. Ganz egal, wie es gelaufen ist. Auch wenn es richtig, richtig schlimm gelaufen ist. Ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich hinterher dachte, oh mein Gott, war das unangenehm. Aber ich weiß dann, okay, das kann ich nicht so gut oder das kann ich total gut, wusste ich gar nicht. Und ich habe einfach eine Chance zu wachsen. Und am Ende interessiert keine Sau in 20 Jahren oder in 10 oder in 5 Jahren, ob ich heute dieses Unterwäsche-Shooting mache oder nicht. Aber ich nehme die Erfahrung für mich mit. Und ja, es ist nicht so, dass ich hier stehe und total tiefenentspannt bin und mir denke, das wird schon. Ich habe richtig Schiss, aber ich freue mich auch drauf. Eigentlich ist ja Wimmy-Woche, sprich Wimmy ist bei mir. Und weil ich nur heute arbeiten muss, haben wir das so geklärt. Es war sehr lieb von Fritz, dass ich Wimmy heute Morgen dann zu ihm bringe und er dann auch heute bei ihm bleibt. Und ich ganz in Ruhe das Shooting heute fertig machen kann und mir nicht im Kopf überlegen muss, oh scheiße, scheiße, Wimmy geht gleich ins Bett, ich muss ihn abholen. Das gibt Wimmy so ein bisschen mehr Ruhe und er kann dann bei Fritz einfach übernachten und ich hole ihn morgen ganz früh wieder ab, damit wir einfach noch ein bisschen Zeit für uns haben und auch zusammen ein bisschen spielen können. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das, obwohl es sehr anstrengend war, die letzten Wochen, so ohne Tagesmutterbetreuung und so weiter, habe ich das schon auch genossen, dass es irgendwie so Qualitätszeit war und so intensiv und dass wir auch so viel Zeit zu zweit hatten und so viel Unsinn angestellt haben. So haben wir so ein paar Sachen gemacht jetzt diese Ferien, die einfach ein bisschen besonders waren, weil ich dachte, das sind ja auch alles so kleine Erinnerungen und auch wenn er sich vielleicht nicht eins zu eins dran erinnert in ein paar Jahren, aber das Grundgefühl bleibt, ich wurde geliebt und wir machen coole Sachen zusammen, sowohl mit Mami als auch mit Papi und es ist irgendwie sehr schön, dann auch zu recherchieren und zu gucken, was gibt es für Spielplätze in der Nähe und wo können wir nach hinfahren und was können wir anstellen, mit wem können wir zusammen irgendwas machen und so. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin fix und fertig. Ich hoffe sehr, dass ich heute über den Tag komme, wobei ich bin so aufgeregt, dass das Adrenalin wahrscheinlich sein Übriges tut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich heute Abend dann irgendwie erstmal auf der Couch zusammenbreche und sage, okay, atmen, schlafen. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf, dann eine Nacht zu haben, in der ich durchschlafen kann, weil nach wie vor schläft Wimmy selten durch. Wir haben jetzt inzwischen schon immer mal wieder Nächte dazwischen, von daher ich werde mich nicht beschweren. Aber es ist nach wie vor so, dass ich ein bis zweimal nachts aufstehen muss, weil er irgendwie wach wird und unruhig ist und so weiter. Und er macht das ganz, ganz toll.
Jetzt geht schon los. Er macht das so toll. Er ist so stolz auf sein großes Jungsbett und darauf, dass er alleine aufstehen kann. Es ist jetzt sehr witzig, weil er morgens immer vor mir aufsteht. Das heißt, abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich immer noch so eine Runde durch die Wohnung und checke, ob alles wirklich kindersicher ist und nichts passieren kann. Denn er steht klammheimlich und ganz leise auf und rennt durch die Wohnung und stellt Dinge an. Manchmal komme ich ins Wohnzimmer und hat sich irgendwie einen Keks aus dem Schrank geholt und sitzt am Klavier und spielt Klavier. Also wie Vimi eben so Klavier spielt. Sehr begabtes Kind, sehr begabt. Schön fand ich auch gestern, ja, da bin ich wach geworden und dachte, oh, wie süß, er kommt ins Bettchen kuscheln. Oh, und werde gerade so wach und kuschel mich so an den Rand und denke, oh Gott, ist das süß. Und mache die Augen auf, da hat das Kind um den Mund rum lauter Schokolade. Und ich so, was hast du gemacht? Und er, Dattel. Ich hatte nämlich am Abend vorher Schokodattel mit Erdnussbutter gefüllt gemacht und hatte die auf dem Herd, damit die noch trocknen können. Und da ist er irgendwie rangekommen. Jetzt gerade ist einfach ein richtig, richtig cooles Alter. Es macht so viel Spaß, weil er eben interagiert und der kleine Charakter kommt raus und er erzählt einem was und ist dann manchmal besorgt und erzählt ganz besorgt, was er gesehen hat oder ist ganz aufgeregt, weil er irgendwas neu entdeckt hat und guckt genau zu, was man macht, bei allem, was man macht, um rauszukriegen, wie es geht. Er ist so ein kluger, kleiner, aufmerksamer Kerl. So aufmerksam war ich nicht als Kind. Ich war da schon auch eher Kategorie Träumer und er ist halt wirklich erst wie so ein Schwamm, er saugt alles auf. Ja, man kann so zugucken dabei, wie so ein kleiner Mensch plötzlich groß wird. Ist schon verrückt, dass ich weiß, dass ich irgendwann mal auf diesen kleinen Jungen gucke, der dann plötzlich ein Mann ist. Und ich muss mich jetzt mal erinnern, dass er ein Mann ist und ich ihn nicht mehr frage, ob er ein Hemd anhat. Sondern ja, einfach dabei zugucken kann, wie er sein Leben lebt und was er für ein Mensch wird und welche Dinge er toll findet. Und ja, wie er das Leben so sieht und ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch sehr, sehr, sehr viel von ihm lernen werde. Jetzt gerade kann ich ihm viel beibringen und bringe ihm alles bei, was ich weiß und was ich fühle und was ich denke. Aber was er dann am Ende draus macht, bleibt ihm überlassen. Elternsein ist wirklich so Wurzeln und Flüge geben. Wurzeln im Sinne von beschützen und Sachen erklären und Verständnis und Geduld, aber eben auch loslassen und ihn machen lassen. Und ich bin da, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen extrem. Ich merke das immer so an anderen Mamas, dass sie dann doch sehr hinterher sind. Ich lasse ihn sehr oft einfach machen, auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht mal irgendwo runterkullert. Ich beschütze ihn natürlich, dass ihm nicht ernsthaft was passiert, aber ich versuche wirklich auch so ein bisschen die Balance zu finden, meine Nervosität zurückzuschrauben, damit er einfach Freiheit hat zu machen. Denn je mehr er machen darf, desto mehr kann er auch. Und das liebt er total. Er ist so ein richtiger Freiheitsmensch. Und ja, es ist schon irgendwie sehr cool. Ich mache mich jetzt so fix fertig. Die haben zwar eine Maske vor Ort, aber ich weiß, dass Masken immer so wahnsinnig viel zu tun haben. Und ich weiß ja ungefähr, was der Look ist. Ich habe die Bilder schon gesehen, die Probebilder. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen was vorbereitet, dass sie nur hier und da noch ein bisschen anpassen können. Und dann können wir loslegen. Ich bin sehr nervös. Ich hoffe sehr, dass Vimi nach 5 Minuten schläft, damit ich mein Gesicht fertig kriege. Und dann geht's los. Aha. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Yeah. Thank you.
goodbye. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to me. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't.
I should be the last to know. Alter Falter, hat dieses Kind Energie. Uff. Uff. Aber jetzt schläft er, macht jetzt Mittagsschlaf und ich habe mich mit einem Kaffee verzogen ins Wohnzimmer, in meinen Lieblingsraum momentan. Wobei, das kann ich so auch irgendwie nicht sagen. Ich finde irgendwie jeden Raum momentan schön. Ich kann hier aber so schön auf meinen Balkon gucken, auf mein kleines Paradies und genieße gerade so einen kleinen Moment die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Die Woche ist fast vorbei. Heute ist Sonntag und wir genießen einfach noch so ein bisschen die Zeit zusammen. Es ist so süß. Er ist ganz aufgeregt, weil er morgen seine Tagesmami wieder sieht und fragt alle ab, wen er dann so sieht und wer denn da ist. Und die ist da und die ist da und sagt die ganzen Namen und ist mal so, ja, ja, morgen, morgen. Diese Woche habe ich seine Schlafenszeit komplett gar nicht genutzt zum Arbeiten, sondern nur zum Planen, wobei das wahrscheinlich auch Arbeit ist, weil ich merke, dass ich gerade einfach absolut keine Energie mehr habe. Und ich habe Gott sei Dank letzte Woche gut gearbeitet, sodass ich diese Woche jetzt nicht noch großartig was tun muss. Wäre schön, aber wenn es jetzt nicht so ist, ist es nicht so. Aber ich habe so ein bisschen mich rangesetzt und habe Stück für Stück mir mal alle Bereiche aufgeschrieben, in denen ich dringend umstrukturieren muss, dringend irgendwie entweder die Aufgaben abgeben muss oder für mich einfach neue Wege finden muss. Und das hat ganz gut funktioniert und ich habe jetzt langsam das Gefühl, ich bin nicht mehr ganz so überfordert. Wir haben jetzt die Webseite fast fertig. Ich werde nächste Woche dann mit Hella Fotos machen dafür, dass das alles irgendwie aktuell ist, so wie meine Nase gerade eben aussieht und eben auch die Inhalte schön sind. Wir haben ein paar Sachen überlegt, wie wir den Shop schöner aussehen lassen können. Was würde ich irgendwie auch gerne machen, das so ein bisschen, weiß ich auch nicht, schöner zu gestalten. Ich habe so lauter Ideen gesammelt und eben auch ganz ehrlich für mich geguckt, was kann ich selber machen und was gebe ich ab. Ich habe ganz, ganz, ganz tolle Freunde, die wahnsinnig begabt sind in dem, was sie tun und die ich jetzt einfach Stück für Stück anhaue und mal frage, was das kostet, wenn sie das machen und so weiter. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, irgendwie zu sagen, ey, arbeite mal für mich und ich zahle dir nichts, weil wir sind ja Freunde. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Freunden. Also wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich jemanden einstellen muss, suche ich mir immer jemanden, den ich schon kenne und den ich mag und von dem ich weiß, wie er arbeitet. Logisch, irgendwie, wenn sich das so ergibt, ist das natürlich perfekt, weil man dann auch genau weiß, ja, mit wem man so zu tun hat und wo die Stärken und Schwächen liegen und so weiter. Und ich versuche irgendwie momentan auch ein bisschen mich weiterzubilden. Momentan höre ich auch so ein paar Hörbücher zum Thema Chef sein, wie man das macht, wie man am besten koordiniert, was es da so für Tipps und Tricks gibt. Ich glaube, menschlich habe ich das schon ganz gut drauf, aber ich glaube, an vielen Stellen habe ich definitiv noch was dazu zu lernen und das tut auch gut, so ganz Stück für Stück das so zu verändern und zu verbessern. Ich merke das ganz oft an mir, wenn ich irgendwie umstrukturieren muss, weil ich merke, pff, das passt hier irgendwie alles nicht mehr, bin ich oft überfordert, weil es so viel auf einmal ist. Ich will in der Wohnung Sachen umgestalten, ich bin noch nicht ganz durch, ich will, dass es hier schön und ordentlich ist, bevor der Winter kommt und es alles gemütlich ist und gut eingerichtet und alles seinen Platz hat. Ich will beruflich Sachen strukturieren, ich will Mitarbeiter sozusagen anders koordinieren und Sachen erweitern, Sachen verkleinern und eben hier und da einfach so ein bisschen neue Strukturen finden. Und oft ist es dann so, dass wenn ich mir das alles aufgeschrieben habe, ich erstmal da sitze und denke, und am liebsten würde ich in solchen Momenten sagen, geil, lass mal alles sofort umstrukturieren, morgen machen wir alles anders, aber das funktioniert so nicht. Das heißt, ich muss jetzt einfach in kleinen Schritten Stück für Stück arbeiten und das erfordert das, was ich nicht besonders gut kann, sehr viel Geduld. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, dass selbst in Wochen, wo viel los ist, ich trotzdem wieder kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht habe. Wenn ich mir das ganz ehrlich mal so angucke, vor 2 Wochen war ich noch komplett überfordert und habe gedacht, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und jetzt nach 2 Wochen hat sich schon ziemlich viel getan. Alles in kleinen Schritten, aber es ist ziemlich viel auf den Weg gegangen und so Stück für Stück kommt jetzt die Struktur zurück und das macht mich sehr froh. Und angefangen hat alles mal wieder mit einfach einem Notizbuch und Ideensammlung und Listen machen und überlegen, was, wie, wo, wann, Checklisten und so weiter. Ich bin ja sowieso so ein riesen Checklistenfreund und ich muss das persönlich auch immer einmal aufschreiben. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade wahrscheinlich sowas wie ein Bullet Journal. Mein Kalender läuft weiter, den benutze ich auch weiter, aber hier ist so ein bisschen wie so ein Ideenbuch. Da ballere ich alles rein, was mir irgendwie in den Kopf kommt. Jedes Projekt, jeden Teilbereich, der mir irgendwie einfällt und schreibe mir dazu, mit wem ich arbeiten wollen würde, wie ich das umgestalten will und so weiter, wie wir wo, wann, was angehen und auch so ein bisschen Deadlines und so. Und das hilft sehr einfach immer, wenn ich drüber nachdenke, das nicht nur im Kopf zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss es im Kopf behalten, sondern wirklich auch aufzuschreiben. Von daher, große Notizbuch lieber aktuell, weil es mir wirklich hilft,
das alles zu strukturieren. Hier ist gerade aktuell mein komplettes berufliches Leben drin. Und die Wohnungsumgestaltung, die ich noch machen will. Und es ist schon witzig, dass so ein kleines Notizbuch da, wirklich wie so ein kleiner Assistent, den man da stehen hat, der sagt, Entschuldigung, Sie hatten eine Deadline aufgeschrieben. Es wird, Freunde, es wird. Kleine Schritte, aber Stück für Stück wird's. So, ich werde es noch ein bisschen strukturieren, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen mich ausruhen. Und wenn Mimi dann wach ist, werden wir wahrscheinlich entweder in den Wald fahren. Ja, ist vielleicht heute ganz gut. Oder auf den Spielplatz oder so. Ich muss mal gucken. Das Wetter zieht sich immer zu. Und wenn es regnet, sind wir eigentlich besser im Wald aufgehoben. Da sind dann Pfützen, da können wir mit den Gummistiefeln durchhechten. Ich gucke aber nachher mal, wie es so ist und worauf Mimi auch Bock hat. Das ist momentan auch sehr schön, dass ich ihn fragen kann, möchtest du in den Wald oder möchtest du auf den Spielplatz? Und er sagt dann, Wald oder Spielplatz. Der ist so süß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Ferien überlebe. Aber auch das. Prost. Peace und Frieden und lange Haare.